Mit Ton, ohne Ton? Wir hätten es denn gern. Mit Ton? Mit Ton. So, also Pascal Luca bekommt. Nee, ist ja Datenschutz. Wir sagen natürlich nicht Pascal Luca. Wir müssen das alles so ein bisschen. Vierte Mal. Geheimer machen. Also, das ist jetzt der Ram 1500 für den Pascal. Das ist das vierte Auto. Kein Scheiß. Das vierte Auto, was der gute Mann bei uns kauft. Das erste Auto war ein Ram. Das zweite Auto war dann ein Ram Rebel. Das dritte Auto, genau, das war der da hinten. Ja, ganz krass. Das war das zweite Auto von Pascal. Das dritte Auto ist ein Challenger, der bleibt aber Gott sei Dank auch bei ihm. Und dann jetzt das vierte Auto ist jetzt dieses Prachtstück. Und mit Vorstellung von diesem Fahrzeug und die Nummer 4 für Pascal, ab zum Carport. Kunde, viertes Auto bei uns gekauft, erste Übergabe, Kunde. Pascal Luca. So, und der jetzt haben wir überall Verwirrung hier, bis wir da durch waren, heiliger Gesang. Du bist der einzige Kunde, der, glaube ich, bei uns mehr Akten hat als jeder Staatsverbrecher in Deutschland. Ich glaube, kein Staatsverbrecher hat so viele Akten wie du bei uns. Also was hat er gekauft? Vier Autos. Der hindert dich. Jetzt insgesamt vier. Also fünftes gibt es nicht. Nee, okay. Also sie vertritt jetzt offiziell den Benjamin als Seniorchefin des ganzen Unternehmens. Ja. Und das Wort gehört am Seniorchefin. Das ist der höchste Rang, den du haben kannst. Hast du Glück gehabt. Okay, weiter. Okay, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Boris Green, ich bin gerade ernannt worden zur Seniorchefin und habe ab jetzt auch die komplette Vollmacht über alle Konten. Das ist meine Azubine, Petra. Also, pass auf, du kriegst jetzt ein originales, nur für YouTube, einmalig für dich. Das originale Welcome to Big Blocks, was normalerweise der Benjamin immer raushaut, ja, von der Seniorchefin. Okay. Das bist du doch, die Seniorchefin. Moment. Also, aber entschuldige, du hast doch eben gerade gesagt, okay. Nein, du hast gesagt, so lange bist gut, du die Seniorchefin. Dann machen wir das anders. Dann bist du Azubi live. Ja? Ja. So, also, das ist Petra, ich bin die Seniorchefin. So, einmalig für unseren Pascal Luca, der vier Autos bei uns gekauft hat. Welcome to Big Blocks! Ja, genau so. Yeah. Passt! Dann lasse ich dich mal häuslich nieder. Fett, fett, fett. Da ist mal Platz hier. Ja, deswegen sage ich, das ist ein Wohnzimmer. Mama? Hallo? Ja? Du hast jetzt die einmalige Chance, unserem allerersten Kunden zur Übergabe seines neuen Rams zu gratulieren. Der Pascal sitzt neben mir. Unsere erste Übergabe im neuen Store. Jetzt kommst du. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu deinem Ram. Ram! Danke! Zum Ram! Mama, wir fahren jetzt kurz was essen. Was willst du essen? Ich brauch was Hunger. Schieb doch mal das Ding auf! Okay,
5 Autos. 4 oder 5? 4. 4 Autos bei Big Blocks zu kaufen. Lange Story einfach. Das hört sich jetzt dumm an, aber das ist einfach so ergeben. Ich meine, ich hab's ja nicht mehr alle. Was mich dazu bewegt hat. Das kann ich dir so gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Das ist einfach passiert. War das immer ein Kindheitstraum? Sag ich, ich meine, der Leitsatz ist so immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wenn es geht, dann machen wir das, wenn man Bock drauf hat. Siehst du, ich bin ja jetzt, habe das Auto jetzt geholt, aber ich bin ja immer noch hier und helfe dann immer noch mit und so, weil, wie gesagt, die habe ich alle ins Herz geschlossen. Das ist, also zwischen Boris und mir würde ich da schon, würde ich sagen, es ist eine Freundschaft, hat sich da entwickelt, definitiv. Was ist denn das hier bitteschön? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Du weißt ja, dass wir hier einen Stock im Arsch haben. Das ist ein Kundenfahrzeug. Ihr legt doch nicht die Sachen auf ein Kundenfahrzeug drauf. Euer Ernst jetzt? Das ist eine Auslieferung. Ich hatte... Ey, bleib mal locker, das war Spaß. Du willst das nicht ernst, oder? Das ist kurz. Ich hab gerade mal einen Sinn, Kopf kürzer, Alter. Ich hab gerade mit Angst bekommen. Was möchtest du? Wasser? Organisiere ich auch noch Wasser. Was willst du? Jackie Cola, wir zwei, komm heute. Hier. Okay, dann nehme ich die Jackie und du die Cola. Ja. Gut. Würde ich sagen, bevor wir machen, erste. Schreibtisch. Ich habe auch heute gedacht, hau mal nochmal 10 Euro Trinkgeld raus. Für ein Essen von 60. Ich glaube, 10 Euro Trinkgeld gibt es noch nicht mal in München, wenn du für 150 Euro isst. Doch. Beim nächsten Mal machen wir dann, wenn wir dann mit mehr Leuten gehen, wenn Noah noch mit dabei sein soll und alle so von der Mannschaft und Lennart und was weiß ich, gehen wir dann so richtig Gas, oder? Dann gehen wir 20. Wenn wir für 80 Euro essen gehen, gehen wir 20 dann. Klar, ich kann das auch alleine. Ich kann das auch alles ohne dich. Was ist Janas wichtigstes Möbelstück? Die Bierkiste. Die Bierkiste. Janas Möbelstück. Ich muss zuvor, ist das jetzt echt ein Witz nach vorne. Ist ja gut, schreibe ich halt nicht schon wieder so an. Ja. Geschafft. Ja, kommt auch wieder zu, oder? Ja klar, machen wir, richten wir uns ein. Geht aber am besten. Du musst halt abflexen, oder? Ach, Digga. Ich finde das ist alles gut. Ich finde das cooler, ist das eher scheiße da. Warten wir. So, komm. Auf, was gibt's denn hier so? Bernardi. Games Bock, Weizenbock. Bock näher auf uns und auf Big Blocks. So. So. Wir waren heute mit blablabla. Der Sessel hier. Das ist wirklich aber nicht das. Das ist das Wichtigste. Das Ding hat meine Tochter hier getöpfert. Das hat meine Tochter gemacht. Meine Tochter gemacht. Meine Tochter gemacht. Und wenn das kaputt geht beim Umzug, ist es komplett vorbei. Muss ich schon wieder aufverlieren. Ah, geil. Wieder Ram fahren. Oh, ist das geil.